Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Top Riders Reihe, und zwar Top Rider 4. Na, nachdem wir den ersten, zweiten und dritten Teil gemacht haben, kommt jetzt natürlich der vierte Teil. Ist auch einer meiner Lieblingsteile. Da freue ich mich sehr, und ich musste jetzt die Musik hört er vielleicht nicht ganz so laut. Ich musste jetzt, ist eigentlich für mich immer noch zu laut. Seht, ich muss hier auf 2 runtergehen. Sonst kann ich nicht normal reden, ne? Weil das so laut auf meinen Ohren ist. Sorry, dass ihr dann die Musik hier jetzt wahrscheinlich kaum hört. Im Spiel dann muss ich, drehe ich dann aber wieder auf 30 hoch. Da ist es für mich zwar auch etwas laut, aber es geht. Aber muss ich machen, sonst hört ihr wieder gar nichts. Ne, muss ich mindestens 30 Lautstärke haben. Ja, ich spiele das hier über einen PS1 Emulator, und zwar weil diese Version hier auf Deutsch ist, und ich habe die zwar auch bei Steam, und aber bei Steam habe ich die nicht zum Laufen schon gekriegt, aber da hättet ihr dann oben immer so ein so eine Art Fenstermodus, und da war dann immer oben dieser weiße Balken zu sehen, und der würde dann in der Aufnahme auch mit drin sein, und das fand ich dann wieder irgendwie blöd. Und es ist komplett in Englisch bei Steam, ne? Und dann habe ich es natürlich auch noch auf der PS3, aber da ist, glaube ich, dann auch alles, ja, da ist auch alles Englisch, und ich wollte, weil es das ja nun mal in Deutsch gibt, wollte ich das euch auch in Deutsch zeigen. Und ja, fangen wir mal an. Also, sorry nochmal. So, und bevor ich hier weiter drücke, mache ich jetzt mal laut und sei dann ruhig. Also sagt dann nichts, weil ihr mich wahrscheinlich dann sowieso nicht mehr hören würdet. So. Ja, so 30, ne? Ja, hier haben wir ein paar Ausschnitte aus dem Spiel, und es sieht grafisch natürlich viel besser hier aus, ne, auf dem Emulator. So, machen wir mal weiter. Ja, und hier hat man so einen kleinen Scheißeffekt, das flackert hier ganz bisschen beim Ladescreen. Weiß ich auch nicht, aber ich habe schon die optimalsten Einstellungen. Betreten wir diese geheiligte Stätte des Altertums, die ersten Schritte in diesem Grab seit Jahrhunderten. An so einem Ort kriege ich Gänsehaut. Nach Ihnen. So, jetzt höre ich hier natürlich übelsten Wind, ne? Und ich muss hier, ich darf hier auch nicht zu leise machen, also die SFX Lautstärke lasse ich mal so, aber ich gehe hier mit der Musik noch etwas runter, die Hälfte ungefähr, und hoffe, das passt dann so. Ich habe es zwar immer noch laut auf den Ohren, aber ich habe es jetzt mindestens 10-mal hin und her probiert, glaubt mir, und so ist immer noch die beste Variante, dass ich auf meinem PC die Lautstärke 30 lasse, und dass ihr quasi auch noch den Ton von dem Game hört, ne? Und ja, er redet hier gleich nochmal, dann können wir dann das auch nochmal hören. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich Konzept total verloren. Ja, wir spielen hier, wie ihr seht, spielen wir hier noch eine sehr junge Lara. Also die ist jetzt hier höchstens, ich weiß nicht, 16, 17 oder so. Keine Ahnung. Vielleicht auch schon eine 18, glaube ich, eher nicht. So wie sie mit Zöpfe und so. Na gut, Zopf hat sie ja immer gehabt, aber nicht zwei, so wie sie jetzt, so wie so ein Schulmädchen. Hat auch noch keinen Rucksack, keine Waffe, nix, ne? Ja, dann lassen wir mal Werner reden hier. Vorsicht, hier ist nichts, wie es scheint. Versteckte Fallen und Fußangeln warten nur auf die Unvorsichtigen. Bleiben Sie dicht bei mir und folgen Sie meinen Anweisungen. Ja, Werner, machen wir. So, wie gesagt, ich habe es hier ziemlich laut auf die Ohren, aber ich möchte diese Version mit euch spielen, weil es einfach geiler, wenn das Deutsch ist, und die Grafik sieht hier auch viel besser aus, ne? Und auf der PS3, die PS1 Version, also die, da wäre dann wieder ringsrum diese schwarzen Balken,
Und hier können wir das erste Secret finden. Ich glaube, hier muss man irgendwie 8 Schädel finden oder so. So. Naja, gehen wir mal weiter. Irgendwo mussten wir... Hier kommen auch gleich schon die ersten Fallen, glaube ich. Wegen des Wissens, das hierin liegt, sind schon viele gestorben und nicht die schlechtesten. Grausame Naturen haben dieses Wissen gegen ihr eigenes Ende eingetauscht. Deshalb müssen wir diesen Ort respektieren. Wir werden nicht vom Weg abweichen und sie werden sich genau an meine Anweisungen halten. Hier entlang. Genau an deine Anweisung. Ja klar, machen wir das. Hier gab es, glaube ich, noch nichts jetzt zu finden. Gehen wir erstmal. Ah ja, er macht hier die Tür auf. Kam... Ui, nee, die Falle hat er ausgelöst. Okay. Werner, geh voran. So. Das erste Hindernis. Ein kleiner Hopser, um Ihren, wie sagt man, Mut zu testen. Drücken und halten Sie die Gen-Taste. Danach drücken Sie auf Vorwärts. Ja... Das kennt man schon, aber ich gehe erstmal hier runter, weil hier gibt es nämlich... Ah, mit der Steuerung muss ich mich auch erst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Läuft natürlich auch über einen Joystick, aber... Ihr wisst ja. So, denn hier gibt es das zweite Secret. Das ist wirklich... Ich würde es gern für mich leiser machen, es ist nicht ganz so laut auf der Ohr. Also es geht. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt extrem laut, aber es ist noch laut für mich. Also ich will es aber nicht leiser machen, weil ich möchte ja schon, dass ihr das auch alles hört. Ne? Los, kommen Sie, mein Kind. Das ist nur ein kleiner Appetithappen verglichen mit den Gefahren, die vor uns liegen. Drücken Sie gleichzeitig auf Vorwärts und springen. Ja. So, ich könnte natürlich auch, was das Speichern betrifft, ich könnte natürlich auch über den Emulator speichern. F1-Taste, glaube ich, und F3 laden. Aber muss ich gar nicht, weil man hat hier direkt eine Speicherfunktion und Ladenfunktion. Dann haben wir hier schon 2 goldene Totenschädel, ein großes und 3 kleine. Super. So, er wollte ja jetzt, dass wir hier langsam rangehen und nach vorne springen. Machen wir mal. So, jetzt, ach, er kämpft. Nee, ah doch, ja, da ist ein Wildschwein. Oh, geh weg. Werner kümmert sich drum. Ich gehe mal schon mal hier hoch. Das Wildschwein könnte schon ein Stück vorlaufen. Nur Geduld, mein Kind. Mangelnder Respekt ist der Weg zur Sorglosigkeit. Unser Weg liegt jenseits dieses Stroms. Okay. So, ich will aber erstmal... Er springt jetzt darüber. Da kommt dann, glaube ich, auch jedes Mal eine Sequenz zum Springen. So, ich möchte aber erstmal hier unten... Ich glaube, hier gab es nämlich irgendwo auch einen weiteren Schädel. Nicht hier im Wasser, sondern ich glaube hier hinter der Ecke. Ja, ist Tomb Raider 4, ist einer meiner Lieblingsteile. Und der fünfte Teil, den mag ich auch sehr. Den dritten, den hatte ich ja zum ersten Mal gespielt und... Ja, Lara, findest du das schön jetzt hier im Wasser? So, gehen wir mal wieder nach oben. Mehr gibt es hier auch noch gar nicht und ach, ich fasse es nicht. Ja, die gute alte Steuerung. Aber ich spiele das ja nicht mit dem Kreuz, ne? Also normalerweise müsste das schon gehen. So. Ich denke mal hier. Diese Kluft ist schon breiter und der Rand heimtückisch. Gehen Sie zunächst bis an den Rand, drücken Sie dann gleichzeitig auf Vorwärts und springen. Wenn Sie in der Luft sind, drücken und halten Sie die Aktionstaste und greifen Sie nach dem, was Sie zu fassen kriegen. Mhm. Okay, er sagt nach vorne gehen. Und gedrückt halten. Halten Sie die Aktionstaste gedrückt und drücken Sie auf hoch. Ja, habe ich doch. Ah, die Geschwindigkeit nimmt zu, nicht wahr? Noch eine Überquerung, Kind, oder sollten wir eine Teepause einlegen?
Oh, ich glaube, ich kriege es gerade noch gebügelt. Möchte doch unter keinen Umständen etwas auf ihren schönen Anzug verschütten. Aber ehrlich mal. So, jetzt sagt er gleich wieder was, ne? So, was macht er hier? Ja. Das hier verlangt nach einem Anlauf. Ich gehe als Erste. Warum? Na dann mach. Seien Sie nun vorsichtig, mein Kind. Für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Gehen Sie bis an den Rand und anschließend zurück, um einen Anlauf zu nehmen. Ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, hier in dem Teil gibt es ja nicht, Laras Anwesen gibt es hier ja nicht. Deswegen haben sie das Tutorial hier mit eingebaut zum Anfang. So, ein zurück. Nun vorwärts antippen und springen. Oh, Werner. Halten. Danach mit der Aktionstaste nach der vorstehenden Kante greifen. Ja, wollte ich gerade machen. Bevor du rumgesabbelt hast. So. Ein nützlicher Riss, gezeichnet von der Hand der Zeit. Mhm. Für das untrainierte Auge nicht zu sehen. Sie sind ein richtiger Superheld, Werner. Ah ja, Superman. Ich muss mal gucken, Untertitel habe ich jetzt hier gar nicht. Man kann ja hier auch gar nicht viel einstellen. Steuerung, Bildschirm anpassen, nee, das nicht. Automatisch zielen, das auch nicht. Steuerung, nee, das auch nicht. Nee, kann man hier nicht. Gibt's also keinen Untertitel. Naja. So. Hier hoch. Laufen Sie zur Wand, drücken Sie dann vorwärts und halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um zuzupacken. Nun drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um sich darüber zu schwingen. Ja, ja. Das machen wir schon. So. So, er sagte so. Hochspringen, festhalten. Ja, und wir werden natürlich hier, also ich werde versuchen, hier auch wieder alles zu finden, soweit es geht, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon mal 100% durchgespielt habe. Aber wir werden sehen. Ist auch schon eine ganze Ewigkeit her, wo ich den durchgespielt hatte. Das letzte Mal war, glaube ich, auf der PS3 als PS1-Version. So, Werner. Hier geht es steil hinab. Drehen Sie sich deshalb um und wenden Sie sich von der Tür ab. Drücken Sie gleichzeitig zurück und die Aktionstaste. Lassen Sie die Aktionstaste wieder los, damit Sie zu Boden fallen. Mhm. Okay. Und er springt da einfach so runter. Na gut, ich so. Das ist Ihre Chance, sich Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, junges Fräulein. Der Mechanismus zur Aktivierung der Brücke liegt auf der anderen Seite des Stroms. Diese Flüsse fließen durch Kammern und Höhlen tief unter den prähistorischen Vorbergen. Als Konsequenz... Einfrieren, würde ich mal sagen. Haben Sie wieder mal eine Ihrer Gichtattacken, Werner? Ja, Werner ist auch nicht mehr der Jüngste. So, hier haben wir erstmal den Schädel. Heb mal auf. Dann haben wir hier... Ja, Luft ist jetzt auch... Nein, nicht reichlich, aber es geht. So, hier haben wir auch was liegen. Und hier noch ein kleines. So, jetzt sollten wir aber zurück. Sonst wird die Luft knapp. Nee, es geht eigentlich. Wasser ist sehr laut, muss ich sagen, aber ich werde es ertragen. Oder Ihren unvergleichlichen Seetang. Nichts gefunden, Lara? Na gut. Verwenden Sie die Vorwärtstaste und die Links- bzw. Rechtspfeiltasten, um sich über die Wasseroberfläche zu bewegen. Wenn Sie die Küste erreicht haben, drücken Sie die Aktionstaste und steigen aus dem Wasser. Also ich muss schon ehrlich sagen, wenn das ganze Spiel so gehen würde, ne, mit dem Werner hier, dann würde ich es wahrscheinlich nicht spielen. Aber es geht ja nur im Tutorial.
So. Hier konnten wir hoch. So, da unten waren wir ja drinnen gewesen. Suchen Sie nach einem Hebel oder Druckpunkt. Ganz in der Nähe muss einer sein. Wenn Sie ihn gefunden haben, drücken Sie die Aktionstaste, um ihn zu aktivieren. Ja. So. Ja, nur damit du hier rüber kannst, ne? Musste ich mich nass machen. Aber da hinten ist da auch noch eine Leiter. Seht ihr das? Moment mal, ich würde gern... Ich kann mir das ja mal von hier drüben angucken. Ach, da kommen wir erst hin, glaube ich. Da würde ich auch gar nicht hochkommen. Hm. So, na gut. Dann hier mal weiter. Ja, Werner, mach ja. Er piekt da mit seinem Messer rein, tippt da ein bisschen und schon geht's. Ja, das ist die Seite. Ich noch den Tod in diesen Klamotten, meine Liebe. Ein kleiner Sprint, diese Leiter hoch, wird sie wieder abtrocknen. Diese Fürsorge ist doch sonst nicht ihre Art. Liebste Lara, Sie sind eine überaus wertvolle Karte in diesem Spiel. Sie alte Romantiker. Ja, manchmal jedenfalls. Hm. So, jetzt sagt er gleich wieder was. Marschieren Sie zur Leiter und drücken Sie nun die Aktionstaste, um darin hochzuklettern. Halten Sie die Taste weiter gedrückt und verwenden Sie die Vorwärtstaste, um bis ganz nach oben zu klettern. Ja, das machen wir. So, ich gehe mal hier ein bisschen so. Er hätte auch sagen können, springen Sie nach oben und halten Sie dann die Aktionstaste gedrückt, weil dann sind Sie schon fast oben und brauchen nicht mehr so lange klettern. Dort oben befindet sich ein weiterer Hebel. Legen Sie ihn um und kehren Sie danach so schnell es geht zurück. Die Aufgabe ist fast gelöst. Ja. Wie war dann eigentlich, nee. Ach ja, so. Okay, ja, so kann ich mich umschauen. Prima. So. Kann man hier wieder, ja, hier kann man wieder schnell runter mit loslassen, festhalten, loslassen, festhalten. Nein, Lara? So. Der Rest ist nur noch ein Katzensprung. Drücken Sie springen und halten Sie dann die Aktionstaste. Danach drücken Sie auf vorwärts und schwingen sich hinüber. Die Aktionstaste bloß nicht loslassen, sonst nehmen Sie nochmal ein Bad. Ah, der ist aber schneller wie ich. Kann machen, was ich will. Ja, das kennen wir ja noch aus dem zweiten. Da gab es ja auch genug zum Hangeln. Ich hoffe mal, so, er ist ja auch bis da vorne gehangelt. So. Und weiter geht's. So, hier runter. So, hier dürfte der nächste Schädel zu finden sein. Erstmal über das Schwein springen. Hui. Lass mich. Schwein, lass mich. Oh, da hinten ist einer. Das kommt auch zu mir, ne, das Schwein. Das Schwein kann ja nur Werner töten. Deswegen gehe ich nochmal zurück zu Werner. Weil der hat ja ein Messer. Werner, hier. Mich verfolgt ein Schwein. Er hat ja hier auch, glaube ich, schon eins getötet. So. Wir sind ja jetzt gerade von hier raus. Von hier sind wir gekommen, ne? Nee. Oder? Naja, jedenfalls müssen wir nicht hier lang. Jetzt, von wo sind wir denn gekommen? Moment, von... Ja doch. Wir sind von da gekommen. So, hat er das andere Schwein jetzt erledigt? Ja, er wartet da.
So. So, hier gibt es, glaube ich, auch wieder einen Schädel. War das schon hier oder? Ne, da unten, glaube ich. Oder war das hier gewesen? Ja, ist eine ganze Weile her, wo ich das mal gespielt habe, also... Nee, da mussten wir noch hier reingehen. Ah, ich glaube hier drin, ne? Und hier waren dann auch so Stacheln. Da. Da ist der nächste. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Sechser. Ich glaube, achte müssen es aber sein. Ah ja, hier die Stacheln. Da hat es einen erwischt. Davon steht nichts in meinem Heft. Ich fürchte, es lässt sich nur von innen öffnen. Wir müssen unter dem Gitter hindurch und auf mögliche Fallen achten. Mit wir? Meinen Sie mich, nehme ich an. In der Tat. Mein massiger Körper könnte mögliche Fallen auslösen. Sie hingegen können unbemerkt passieren. Wie passend. Wie passend, ja. Okay, aber ich werde hier erstmal einen Schnitt machen und mir die Aufnahme auch angucken, ob das soweit in Ordnung ist. Müsste eigentlich jetzt über 20 Minuten sein oder so. Und dann sage ich mal, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 4. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.